Ich begrüße Sie aus dem Vitality Stadium, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Bournemouth gegen Burnley. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Number 24. Ryan Fraser and number 13 Callum Wilson. Bournemouth wählt heute diese Aufstellung. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, ersetzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Und hier haben wir die Aufstellung von Burnley. Torwart ist heute Nick Pope. Phil Bardsley spielt neben Charlie Taylor in der Verteidigung. Jack Cork steht neben Ashley Westwood im Mittelfeld. Und Ashley Barnes spielt im Sturm neben Chris Wood. Thank you for attending the Vitality Stadium. Die Ticketpreise werden immer wieder kritisiert, aber schauen wir uns hier im Stadion um. Alles voll. Die Menschen strömen immer und immer weiter. Und daran, Wolf, erkennt man natürlich, welche Bedeutung der Fußball heute hat. Vielleicht ist er in diesen Zeiten sogar noch wichtiger als früher. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ryan Fraser. Lewis Cook. Jefferson Lerma. So langsam wird es gefährlich. Rico. Ryan Fraser. Jetzt die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Kann er was draus machen? Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Westwood. Der Ballverlust. Klasse Aktion da. Gute Aktion. Callum Wilson. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, da ist Platz jetzt. Gefährlich. Klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ryan Fraser. Ballverlust. Hendrick. Cork. Westwood. Ashley Barnes. Er zeigt auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen. Da ist viel Druck. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Puschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Und er macht den Elfer. Sauber vom Punkt verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Burnley goal, number 10, Ashley Barnes.
Louis Cook. Wilson. Ja, mit viel Übersicht. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Philipp Billing. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sieht gefährlich aus. Da kommt der Schuss. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium. Da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Ja, ja, Ball ist erstmal weg. Wilson. Macht er gut. Jefferson Lerma. Was macht er draus? Jefferson. Da kommt der Pass. Callum Wilson. Jefferson Lerma. Callum Wilson verteidigt da den Ballbesitz. Jefferson Lerma. Ja, könnte was werden. Jefferson Lerma. Kann er was draus machen? Jefferson Lerma. Jefferson Lerma. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Philipp Billing. Jefferson Lerma. Gute Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. In den freien Raum. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Bartley, Westwood, Cork, Wood. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Gefährlich! Cork, sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Cook. Louis Cook. Ryan Fraser. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Sie versuchen es. Und da ist das Tor. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht, ein richtig schönes Tor. Hier nochmal dieser Treffer.
2-1, hier ist noch alles drin. Kork. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Was macht er draus? Klasse Pass! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Geht mit einem Wurf weiter. Da hätte er mit einer seiner fantastischen Paraden sie erstmal im Spiel. Und die wissen, was sie an ihm haben. Er verhindert den deutlicheren Rückstand. Philipp Billing. Jefferson Lerma. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden, abseits. Jetzt der Ballverlust. Jefferson Lerma. Wilson. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gute Aktion. Jetzt die Flanke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte was werden. Wilson! Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Louis Cook. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Mit seiner eigenen Leistung kann er zufrieden, einverstanden sein. Hat sein Tor gemacht, aber sie laufen diesem Rückstand hinterher. Und jetzt geht's hier weiter. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Nee. Kork. Spielverlagerung jetzt. Hendrik. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Da können sie erstmal klären. Kork. Kann er was draus machen? Wood. Westwood. Er holt sich den Ball. Jack Cork. Sieht gefährlich aus. Hendrik. Flanke jetzt. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Könnte der Ausgleich werden. Und er macht ihn rein, Ausgleich. Eine super Aktion. Sie sind wieder drin im Spiel. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Schauen wir uns das nochmal an.
Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Neuer Spieler macht sich bereit, Wechsel bei Burnley. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Number 13, Callum Wilson. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ryan Fraser. Bournemouth versucht über die Seite. Jetzt vielleicht die Flanke. Flanke bleibt hängen. Da kann der Abwehrspieler klären, gut gemacht. Super dazwischen gegangen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Cork. Lennon. Westwood. Wood. Aaron Lennon. Hereingabe jetzt. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Der Ball ist drin! Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor! Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht und dann ist da nichts zu machen für den Torhüter. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht, klasse gemacht. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugend durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Number 10, Ashley Barnes. Lewis Cook. Ryan Fraser. Rico. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, mit viel Übersicht. Ja, könnte was werden. Macht er gut. Da ist die Hereingabe. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball, viel zu ungefährlich. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Schön reingebracht, aber er kann den Kopfball nicht kontrollieren. Rico. Lewis Cook. Klasse Pass! Ball kommt weit. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Westwood. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. James Tarkowski. May. Wood. Lennon. Was macht er draus? Charlie Taylor. Das ist ein Foul. Freistoß. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Schlägt den Ball rein. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Lennon. Jetzt ist es gefährlich. Die Gäste werden wechseln. Erstmal geklärt. Super Tackling. Gut den Körper eingesetzt. Die Fans wollen den späten Ausgleich. Stehen nochmal wie ein Mann hinter dem Team. Gefährlich. Fängt diesen Ball ab. Sie üben schon früh Druck aus. Er holt den Ball hier ganz stark.
Charlie Taylor. Westwood. Auch dieser Ball kommt gut. Sie sind heute sehr sicher im Passspiel. Klasse. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das... Ja, macht das da ganz sicher. Da hat er klasse gearbeitet. Da verlieren Sie den Ball. Aaron Lennon. Westwood. Bartley. Gute Aktion. Aaron Lennon. Sieht gefährlich aus. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Ballverlust. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Cork. Mee. Da stand der Assistent gut. Abseits. Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch mal ein frischer Spieler. Wilson. Jefferson Lerma. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Macht er gut. Smith. Der Unparteiische pfeift ab. Das Spiel ist beendet. Sie gewinnen das, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Ja, und da sind wir dann wieder bei der Geschichte mit diesen Statistiken. Es kommt ja auch darauf an, was man am Ende aus dem Ballbesitz macht. Und da waren sie dann effizienter.